Wir gehen jetzt nicht als Favoriten dahin. Wir können befreit Skifahren und so drüben, wie gesagt, das war bis jetzt so keiner drüben. Es kennt keiner die Strecken, keiner die Pistenverhältnisse, wie der Schnee und so ist. Von dem her kann das sein, dass da drüben einfach wieder anders da läuft. Wie gesagt, wir haben keinen Druck, wir können befreit auffahren jetzt einfach und müssen jetzt da nichts Besonderes leisten. Es läuft, glaube ich, ganz gut. Überraschungen hat es schon immer gegeben und ein bisschen genießen natürlich auch. Das, wie gesagt, es sind meine ersten Olympischen Spiele. Ist was Besonderes, aber ja, man kann einfach befreit drauf losfahren und schauen, was rauskommt dann. Es ist eine Reise ins Ungewisse, aber ich freue mich trotzdem drauf. Es werden sportlich sicher coole Wettkämpfe werden, von dem gehe ich mal aus. Und es war auf Alpinsektor eigentlich noch keiner, was ihn genauso erwartet. Bin mal auf die Strecken, auf den Bergen, alles gespannt, aufs Olympische Dorf, wie das Ganze dann vor Ort ist. Ja, aber die Vorfreude überwiegt. Die Olympia hat immer eigene Gesetze. War das letztes Jahr bei der WM auch gesehen, da ja, haben wir vorher kein Podium gehabt und dann sind wir mit zwei Medaillen heimgefahren, die Herrenmannschaft. Also positiv bleiben, einfach erfreut haben auf diese Wettkämpfe und dann wird das schon gut werden. Ich bin extrem motiviert, extrem, ja, es ist einfach nochmal ein anderes Feeling. Ich war auch auf Kitzbühel, habe mich extrem gefreut, auch auf Wengen. Aber es ist jetzt doch nochmal was anderes und ich versuche so den olympischen Flair aufzunehmen, dass man einfach ja, um Medaillen für Deutschland kämpft, mit seinem Team, mit seinen Kumpels. Und ja, das gibt vielleicht nochmal so die paar extra Prozent Motivation, jetzt jeden Tag alles zu geben. Und deswegen denke ich, ist nichts ausgeschlossen. Wer weiß, ob ich nochmal zu Olympia komme, ob ich noch so lange fahre, das weiß ich nicht. Es kann gut sein, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die letzten Olympischen Spiele werden für mich. Also von dem her gehe ich da sehr, sehr motiviert an.